shake it down. Moin Jungs, da bin ich wieder, euer Zeddy, und ich habe übertrieben krasse Nachrichten für euch am Start. Denn Rockstar hat gerade eben in den News war ja rausgehauen, dass am 12. Juli, das ist nächsten Dienstag, das neue DLC, das Stuntrennen-DLC mit dem Namen Cunning Stunts verfügbar sein wird. Also da bin ich mal richtig gespannt drauf und ich habe mir den Trailer schon gegönnt und auch schon hochgeladen auf meinem Kanal. Könnt ihr auf jeden Fall mal anschauen. Also es ist wirklich mega heftig, was dort zu sehen sind. Also lauter oder extrem viele neue Fahrzeuge, natürlich alle optisch auf das DLC angepasst, so mit den Nummern und Werbung drauf, also das, was die ganze Community eigentlich schon seit Jahren möchte, sowas wie der Massacro und Razor und Massacro Razor und der Chester Razor, sowas gibt es auch für mehrere Fahrzeuge und es kommen natürlich auch viele, viele neue Fahrzeuge mit ins Spiel, dazu halt für die ganzen Fahrer und Fahrerinnen die passende Bekleidung und die Accessoires, also ich freue mich so übertrieben drauf. Schaut euch mal die Bilder an, die ich euch im Hintergrund zeige, also mit den Röhren, wie man da durchfahren kann, brennende Reifen und alles mögliche. Ich glaube, das wird ein richtig, richtig fettes DLC. Also ich weiß nicht, was ich noch dazu sagen soll. Ich bin so gehypt und es ist, oh, ich glaube, übertrieben geil. Also ich glaube, das ist einer der geilsten DLCs, wo Rockstar wahrscheinlich raushauen wird. Und endlich kommen die Stuntrennen mit ins Spiel. Wirklich hammergeil. Die haben so viele neue Objekte hinzugefügt. Ich glaube, jetzt kann man völlig ausrasten im Editor. Ich glaube, jetzt kann man die krassesten Rennen bauen, die es überhaupt geht. Weil die haben wirklich extrem viele Elemente eingefügt. Und wenn man auch mal den Trailer so anschaut, so der im Hintergrund alles läuft, es ist übertrieben viel, was damit ins Spiel kommt. Ja, auf jeden Fall am 12. Juli das Cunning Stunts DLC verfügbar für alle Konsolen. Also für PS4 und für die Xbox One und für den PC, für die Oldgen natürlich nicht. Aber das war ja schon klar. Also ich bin total gehypt drauf. Schreibt mir eure Meinung, wie ihr das findet. Und heute Abend spielt ja noch Deutschland gegen Frankreich. Ich weiß nicht, ob ich es sehen kann, aber ich hoffe natürlich schon. Hoffentlich lässt mich die Arbeit in Ruhe, dann kann ich es in Ruhe anschauen. Und schreibt mir noch einfach mal in die Kommentare, wie ihr denkt, wie das Spiel ausgeht. Deutschland gegen Frankreich. Ja, mein Tipp ist 1-0 Deutschland. Ja, das war es auf jeden Fall mal mit dem Video. Und dann würde ich mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Also Jungs, haut rein, macht's gut, ciao.